Servus miteinander aus der schönen Oberpfalz. Ich komme gerade mit dem Hund zurück von meinem Mittagsspaziergang und dann liegt schon wieder ein Paket drin. Und liebe Elfriede, vielen Dank. Ich kann momentan jede Aufmunterung gebrauchen. Und wow. Ich wollte doch bloß Holzteile haben. Ist das schön? So schöne Bänder. Schau mal schnell in die Karte und wieder so eine schöne Karte. Ist die schön? Schaut's mal. Ist denn nicht wunderschön? Oh, ist das toll. Ich glaube, ich rahme mir deine Karten ein und hänge die auf, weil die so schön sind. Natürlich kann ich was mit den Spitzenstoffen anfangen. Bin gerade am Verarbeiten. Das hast du gerochen, ha? Danke für die wunderschöne Karte. Das scheint eine Klebeborte zu sein, oder? Weiß jetzt nicht, ich mache die jetzt nicht auf. Wunderschönes Muster. Seht ihr das? Sterne. Leuchten auch die Lampen schon wieder hin. Nochmal Sterne. Hoppala. Ist nochmal die gleiche, oder? Nee, so ähnlich. Das sind wunderschön. Vielen lieben Dank. Den Stoffteil kann ich zurzeit ganz gut brauchen. Diese Weihnachtsborte, die ist auch sehr schön. Ja, hurra, ich kann weitermachen. Vielen lieben Dank. Ist noch eine. Die ist auch sehr schön. Spitzenstoffe kann man immer gebrauchen, meine liebe Elfriede. Der ist sehr schön, der gelbe. Das ist ja auch toll. Ist ja fast zu schade zum Zerschneiden. Mal gucken, was ich mit der mache. Und das ist auch toll für das, was ich gerade mache. Vielen lieben Dank. Was ist denn da noch drin? Achso, das war das Kästchen, gell? Ja, die sind prima. Super. Oh, die sind ja mit Gold. Wow, was da alles gibt. Das sind perfekt, liebe Elfriede. Vielen lieben Dank. Ja. Ja. Jetzt war von mir auch gleich noch mit rein. Ja, das, wenn ich gewusst hätte, dann hätte ich die zwei Videos gleich miteinander gemacht, aber egal. Der Karton will immer wieder zurück zu mir, gell? Wenn ich dann mal soweit bin, dann zeige ich euch, was ich gerade mache. Ja, ich brauche das Basteln gerade zum Abschalten. Oh, vielen lieben Dank. Die Karte ist so schön. Bin ja schon wieder in Versuchung, dir was zurückzuschicken, gell? Dankeschön. Aber ich glaube, du hast dich über mein Paket auch sehr gefreut, gell?
Also dann, für euch, bis zum nächsten Mal.